Ja, grüßt euch. Nachdem man uns in Kriegspanik versetzt hat, Schockwirkung. Schockwirkung bedeutet, wir sind offen für Suggestion. Das war am 11. September so. Und jetzt ist es halt mit der Angst vor dem Dritten Weltkrieg so. Wir wurden in Schockzustand versetzt, damit man uns mit jedem Müll und Bier alles abnicken. So sieht es nämlich aus. Weil der eigentliche Plan ist die Impfung, nicht der Krieg. Der Krieg, ganz ehrlich, wenn man die Karten anschaut, die man in den Medien sieht, hier auf Euronews, immer noch meiner Meinung nach die beste westliche Propaganda, noch ein bisschen ausgewogen, aber nicht sehr. Es hat sich sowieso alles viel verschlimmert in den letzten Tagen, muss man ja sagen. Ja, also, nachdem man uns in diesen Schockzustand versetzt hat und der Großteil der Menschheit sind und bleiben Schlafschafe, ist einfach so. Die haben das nie gelernt, die wollen das auch nicht lernen, die wollen, dass sie geführt werden, damit sie ja keine Eigenverantwortung übernehmen müssen. Ist so. Nachdem die uns eben hier zuscheißen mit dieser Propaganda und ein Großteil der Menschen in permanenter Angst leben, natürlich, habe ich auch ein bisschen Angst davor, dass das passiert. Aber da muss man auch wieder ein bisschen auf die Schriften vertrauen von den Leuten, die uns gewarnt haben, die letzten Jahrhunderte, die sogenannten Propheten oder Seher. Da muss man ein bisschen drauf vertrauen und ein bisschen denken dazu. Die meisten Leute glauben, sie müssen nicht denken. Glauben heißt übrigens nicht wissen. Weil glauben kannst du ja alles, aber wissen nur sehr wenig. Und die meisten Menschen glauben eben, dass dieser Virus so extrem gefährlich ist. Außerdem wir haben ja jetzt März, und wenn man sich erinnert, die letzten 2 Jahre ist immer im März, wurden einige Sachen zurückgenommen und dann haben sie schon angefangen zu warnen von den neuen Herbstvarianten. Genauso ist es jetzt auch wieder. In Österreich peitschen sie die Impfpflicht durch, obwohl die Impfung, die wir zurzeit zur Verfügung haben, nur für die alten Virusvarianten wirksam ist. Die schützt auch nicht vor einem schweren Verlauf. Weil wenn man sich mal genau anschaut, die Leute, die ins Krankenhaus kommen und die zurzeit erkranken, und wenn ich mich da so umschaue, die meisten, die krank sind in den Arbeitsstellen, sind zurzeit die Geimpften und nicht die Ungeimpften. Also wie gesagt, nachdem man uns zuscheißt mit Propaganda und Angstmache und sonstigen, peitschen sie jetzt im Hintergrund bei uns in Deutschland. Naja, es ist ja nicht Deutschland, es ist ja die BRD Finanz GmbH. Das ist meine absolute Überzeugung, dass es stimmt. Übrigens, hier, darauf poche ich. Ja, weil wir nämlich noch keine Artikel 146 des Grundgesetzes. Sollen wir mal schnell nachschauen. Dieses Grundgesetz, Artikel 146 Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Man sagt uns immer, dass das Grundgesetz eine Volksabstimmung nicht hergibt, was absolut gelogen ist. Weil hier steht überall drin, im Grundgesetz, steht drin, dass das deutsche Volk der Souverän ist und sonst niemand. Außerdem wurde 1946 oder 48, ich muss nochmal genau gucken, wurde von einem SPD-Politiker in der Grundsatzrede zur Erstellung des Grundgesetzes festgehalten, und ich zitiere: Wir haben nicht die Aufgabe, einen Staat zu errichten. Weil das Grundgesetz soll die Grundordnung in diesem Land aufrechterhalten. Ja? Auch ein besatztes Land muss Regeln haben. Ich bin der Ansicht, dass Gesetze gut sind. So Leute, jetzt ist es unsere Aufgabe als Volk, eine Verfassung zu erstellen und darüber abzustimmen. Was automatisch bedeutet Volksentscheid. Und das haben unsere Politiker vergessen, dass sie Volksvertreter sind und dass das Volk entscheidet und nicht die. Die haben uns gefälligst vor jeder Entscheidung, egal ob Grundgesetzänderung, was sie nach der Fassung schon, ich weiß nicht wie oft gemacht haben, das ist leider keine alte Fassung, wo Artikel 23 noch drin steht, sondern da steht es als Vorwort drin, also als Präambel. Also nachdem sie uns ja unser Grundgesetz schon zigtausendmal geändert haben,
weil wir ein besatztes Land sind. Immer noch, habe ich auch schon gesagt. Drei Länder haben immer noch Besatzungsmacht über Deutschland. Russland übrigens nicht. Wir haben uns ausgekauft. Mit wie viel sind es? Eigentlich waren es 30 Milliarden und die Folgeendkosten waren dann 500 Milliarden. Und übrigens, ich glaube, an die Besatzungsmächte gingen auch nochmal 300 Milliarden oder so. Also die haben alle Dreck am Stecken. Außerdem, das werdet ihr dann sehen, hat der Herr Wolfgang Schäuble mal gesagt, Deutschland war seit 1945 zu keinem Zeitpunkt souverän. Die alte Ordnung, die dem Völkerrecht noch zugrunde liegt, mit dem Begriff der Souveränität, die in Europa längst ad absurdum geführt worden ist, spätestens in den zwei Weltkriegen der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Und die BRD-Finanzagentur, die existiert wirklich. Und die wurde auch wurde nach der sogenannten Wiedervereinigung, wurde die aus einer alten DDR GmbH, 25.000 Euro Haftungssumme, das ist dann bei der Staatsverschuldung von wie viel? 1,5 Trilliarden oder sogar mehr, ich glaube 1,5 Trilliarden Staatsverschuldung mit einer Haftungssumme von 25.000, ich würde mal sagen, also mit einer, egal wie hoch die Verschuldungssumme ist, 25.000 Euro übersteigt sie um ein weites. Naja, genau, dann sind eure Staatsanleihen extrem sicher. Wenn Putin wirklich wollen würde, könnte er Deutschland kaufen. Also, es liegt nicht an Putin. Der Greise, let's go Brandon, let's go. Ja, der Greise, Sack aus dem Imperium. Der hat zwar Macht, ist aber ein greiser Sack. Aber die eigentliche Macht sind die im Hintergrund sitzen. Ja, Leute, bei uns verknappen sie die Lebensmittel mit der Begründung des Krieges. Schwachsinn. Wir haben zwar da drüben Kampfhandlungen und ja, es sind Kriegszustände garantiert in den Kampfgebieten, hundertprozentig. Aber ich denke mal, dass im Moment auch in der Ukraine kein Weizenanbau stattfindet, kein Sonnen- oder Sonnenblumenanbau stattfindet, woraus dann Sonnenblumenöl hergestellt wird und Margarine und so weiter. Das heißt, die Lager sind auch bei uns in Deutschland voll. Es gibt auch keinen Grund, die Ölreserven anzugreifen, was sie gemacht haben. Es geht alles darum, dass wir uns früher oder später gegenseitig an die Gurgel gehen. Und dass wir alles abnicken und die Impfpflicht. Weil solange wir nämlich nicht gegen die Impfpflicht kämpfen, haben sie, oh, die Leute glauben uns, wenn wir das und das machen und gehen nicht auf die Straße. Unsere Pflicht ist es. Unsere Pflicht ist, das sage ich schon immer, Pflicht ist es, Widerstand zu leisten und den Politikern ihre Grenzen aufzuzeigen. Und auch meine Meinung ist, dass jeder, der zurzeit von den Politikern da mitmacht, vor ein Tribunal gestellt wird und wie man es mit Verrätern macht, danach für immer von diesem Planeten verschwindet. Und zwar nicht als Bestrafung für sie, weil der Tod ist meiner Meinung nach keine Bestrafung, sondern es ist Schutz für uns, die Bevölkerung. Und das finde ich auch, da hat durchaus im Völkerrecht die Todesstrafe eine hohe Bedeutung und Politiker sollten davor Angst haben. Sie glauben, sie kommen mit ihrem Scheiß immer durch. Und sie sollten vor ein Volkstribunal gestellt werden und je nach Höhe ihrer Mitschuld danach entweder an einer akuten Hanffaserallergie sterben oder aber durch Beton im Rücken und einer Messing- oder Bleiallergie sterben. Das ist meine Meinung. Die anderen, die nicht so hoch verschuldet sind, die einfach Mitläufer sind, Gefängnis. Weil das muss sein. Übrigens, das Gebiet, in dem angeblich das Kraftwerk gebrannt hat, wo ja nur das Verwaltungsgebäude angeblich dann plötzlich gebrannt hat, ist eigentlich schon seit Monaten unter russischer Kontrolle. Wollte ich ja bloß mal so anmerken. Das war es von mir bis hier. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne. Tschüssikowski. Ja, Leute.